Show auf der Drupa 2012. Ihr müsstet das jetzt mal sehen. Das ist unglaublich. Sind hier noch Kunden anwesend, würde ich gerne mal Handzeichen haben. Wer bitte hier ist im grafischen Gewerbe aktiv? Hände hoch, bitte. Aha. Es sind noch Leute da. Und genau für euch ist jetzt diese letzte Show. Schaut gut hin. Jeden Tag entstehen neue Verpackungen für neue Produkte. Der Verpackungsmarkt wächst weltweit um 3% pro Jahr. Und das zeigt doch, Verpackung ist Zukunft. Allerdings, Verpackungen zu produzieren ist komplexer als die Herstellung anderer Druckprodukte. Und die Auftraggeber, meist große Industrieunternehmen mit hohen Anforderungen wie kürzere Lieferzeiten, niedrige Preise, kleinere Losgrößen, eine lebensmittelgerechte Produktion und eine umweltfreundliche Produktion. Kurz, es geht um Kosten, Qualität und Umwelt. Und wir bei Heidelberg können Ihnen spezielle Lösungen für den Verpackungsbereich anbieten. Und zwar für die gesamte Prozesskette. Als einziger Hersteller weltweit helfen wir Ihnen, kostengünstig zu produzieren, eine hohe Qualität zu gewährleisten und die Umwelt zu schonen. Das erste konkrete Beispiel, das zeige ich Ihnen jetzt hier. Die neue Speedmaster XL106 hier ist die konsequente Weiterentwicklung der Speedmaster XL105. Wir haben sie hier hochgesetzt aufgebaut, mit Palettenlogistik am An- und Ausleger versehen. Die Piraten gibt es nicht dazu. In einer Doppellackausführung für den anspruchsvollen Verpackungsdruck. Das neue Bogenformat wurde für den Verpackungsdruck optimiert. Je nach Sujet bekommen Sie eine zusätzliche Nutzenreihe auf dem Bogen. Wir haben das zeitsparende Bedienkonzept weiter verbessert und die Waschprozesse 30% schneller gemacht. Kurz, die XL106 bietet Ihnen höchste Qualität und eine überragende Produktivität. Sie ist eine Maschine der Spitzenklasse, gemacht für den Verpackungsdruck. Und diese Maschine kann noch mehr. Hier in diesem ersten Lackierwerk haben unsere Ingenieure ein Inline-Bogen-Inspektionssystem integriert, das Prinect Inspection Control. Phil, dein Baby, hast hier 14 Tage lang wirklich dein Mann gestanden. Danke dir. Zwei Kameras vergleichen jeden Bogen mit dem freigegebenen PDF aus der Druckvorstufe. Kratzer auf der Platte, fehlende Textteile. Dieses System erkennt Abweichungen sofort und zeigt sie Ihnen an, vor Produktionsstart oder im Vordruck. Aber anzeigen können viele, das reicht heute nicht mehr. Die mit Prinect Inspection Control erkannten Abweichungen auf einem Nutzen werden hier in diesem letzten Lackierwerk von einer Inkjet-Anlage markiert. Andreas, dein Baby, 14 Tage lang viele Dinge erzählt. Jens, auch du, herzlichen Glückwunsch, tolle Geschichte. Did I say Inkjet? Yeah, in an offset press? I did it. Natürlich, und dieser Inkjet kann selbstverständlich auch Codes oder beliebige Zeichenfolgen eindrucken. Aber bleiben wir beim Prozess, wir wollen ja heute noch fertig werden. Der hier markierte Nutzen wird dann nach dem Stanzen drüben in der Fallschachtel-Klebemaschine Diana X115 vom Codeleser erkannt und ausgeschleust. Also, markieren im Drucken, ausschleusen, beim Kleben. Früher hätten Sie den ganzen Bogen weggeworfen oder aufwendig, händisch aussortiert. Heute geht das alles automatisch, im Prozess, ohne manuellen Aufwand. Sie kontrollieren die Qualität, sparen Kosten und schonen die Umwelt. Wenn Sie Ihre jährliche Makulaturrate um nur 1% reduzieren können, hallo Herr Armer, dann bedeutet das bei 50 Millionen im Jahr 500.000 Bogen gesparte Makulatur. Dieses Gesamtsystem aus Druckmaschine, Inline-Inspektion, Inkjet-Anlage, Stanze und Fallschachtel-Klebemaschine funktioniert natürlich nur, wenn alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Und mit unserem Prinect-Workflow ist das jetzt möglich. Danke an die ganzen Jungs von Prinect hier an den Ständen, drüben an den Workstations, an den Maschinen. Herzlichen Dank. Qualität und Umwelt, das ist insbesondere für die Hersteller von Markenartikeln ein sehr wichtiger Punkt.
Ihr Ziel? Natürlich, Qualität möglichst kostengünstig herzustellen. Das funktioniert aber heute nicht mehr, wenn man wie bisher, Dankeschön, nur im Druckkontrollstreifen misst. Da ist unser Image Control gefragt. Das hat er mich glatt aus dem Konzept gebracht. Hier ist unser Prinect Image Control gefragt. Prinect Image Control misst den ganzen Bogen. Die Software ermittelt aus den Daten der Vorstufe vollautomatisch alle möglichen Messpunkte. Die Farbregelung im Boden hält die Färbung über die gesamte Fortdruck konstant. Image Control ist die Qualitätszentrale, die Ihnen hilft, richtig viel Geld zu sparen. Danke. Wie wäre es denn, wenn Sie eben mal 5 mm Karton pro Bogen sparen könnten? Auch das ist mit Prinect Image Control jetzt möglich. Der Bogen, den mein Kollege Markus Hammer von der Frühschicht hier gerade hält, sie zeigt Ihnen deutlich, dass Sie die Mess- und Regelfelder hier zwischen die Klebelaschen legen können. Bei einer Verpackung diesen Typs und 50 Millionen Bogen im Jahr sparen Sie so 61.000 Euro. Und vergessen Sie bitte nicht die 500.000 Bogen gesparte Makulatur vom Beispiel zuvor. Danke dir. Gibst du mir noch mein Accessoire aus der oberen Schublade? Sonst kann ich hier nicht weiter. Danke. Für die Fallschachtelproduktion hat Heidelberg als einziger Hersteller weltweit integrierte Lösungen zu bieten. Weil gerade die Fallschachtel wird ja nach dem Druck oft weiterveredelt mit Heißfolienprägen. Eine abschließende Qualitätskontrolle im letzten Verarbeitungsschritt ist deshalb sehr wichtig. Dank unserem Diana Inspection Control in unserer Fallschachtelklebemaschine Diana X115 ist auch das jetzt möglich. Zuschnitte, die nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen, werden von einer Kamera erkannt und bei hoher Geschwindigkeit ausgeschleust. Sie können selbstverständlich die Überprüfung und Überwachung dieser Zuschnitte auch dokumentieren. Hier sparen wir also Ihr Geld und machen Ihre Kunden glücklich. Außerdem tragen Sie dazu bei, die Umwelt zu schonen. Und gerade Markenartikelhersteller legen dabei bei der Auswahl ihrer Lieferanten natürlich größten Wert. Wir verbessern also mit unseren Lösungen ihre Chancen. Denn jeder gesparte Bogen Makulatur verbessert die CO2-Bilanz ihres Auftrages und spart ihnen bares Geld. Wir bei Heidelberg nehmen das Thema Umweltschutz sehr ernst. Deswegen lassen wir den Hirsch auch nicht hier. Deswegen nehmen wir ihn mit. Der gesamte Messeaufbau hier ist CO2-neutral gestellt. Und ab sofort wird Sie jede Maschine von Heidelberg CO2-neutral bestellen. Während andere 14 Tage darüber reden, handelten wir schon vor der Messe. Meine Damen und Herren, abschließend, Verpackung ist Zukunft. Und wir von Heidelberg können Ihnen spezielle Lösungen für den Verpackungsbereich anbieten. Wie man sieht, für den gesamten Produktionsprozess als einziger Hersteller weltweit. So viel zum offiziellen Skript. Ich bin jetzt hier fertig. Das war die Präsentation. Liebe Kunden, was jetzt kommt, müssen Sie nicht allzu ernst nehmen. Das verstehen die, die 14 Tage hier waren und mit den Verrückten hier die Shows gefahren haben, wahrscheinlich viel besser. Ich bräuchte jetzt gerade mal den einen Film, den wir brauchen für unsere Umbaupause. So, ihr könnt jetzt los. Hört, dann denkt man unweigerlich an einen bestimmten Film. Und wir haben heute schon die Überleitung gesehen. Wir hatten hier das kleine Flaggschiff, das hervorragend das Motto hier gezeigt hat. Wie viel Freude Druck macht. Die Freude an Präzision beim Drucken von Verpackungen, Broschüren, Flyern, Etiketten, Postkarten, Plakaten und Postern. Und die Freude an Emotionen mit gedruckter Kommunikation für die Menschen. Zeit, dieses Gefühl neu auf Kurs zu bringen. Heidelberger Druckmaschinen AG. Wir setzen Segel. Euer Flagship ist sehr schön da drüben. Auch das Schnellboot ist sehr schön. Aber wir sind die Einzigen, die das High-Flagship haben. Und wir sind die Einzigen, die unser Flagship deswegen Black Pearl nennen dürfen. Es
gibt noch eine Besonderheit, die wir haben, außer dass der Elch auf dem Ausleger steht, der unsere netten, hübschen jungen Damen, die uns hier begleitet haben, die 14 Tage mit an Bord genommen haben. Wir haben ihn, und zwar den einzigen wahren Kapitän, den wir alle brauchen. Wir haben ihn, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Captain, Sie sind vermutlich der schlechteste Piraten, den ich je gehört habe. Aber ihr habt von mir gehört. Es war etwas ohne. Stehen, was wir hier die 14 Tage erlebt haben, nicht nur in der Area, auch in allen anderen Areas. Es war ein riesen Teamwork. Wir haben hier Ideen gesammelt und aus den Ideen wurden mehr. Ich kann nur sagen, ich hoffe mir, dass wir mindestens die Hälfte von dem Team Spirit mit zurück nach Heidelberg nehmen. Ich habe 12 Pull-Augen gekriegt, ich habe keine eine Kostenstelle gebraucht. Also ich kann euch sagen, das ist... als einer der wenigen aus dem Servicebereich, macht trotzdem Präsentation. Ich möchte den Leuten danken, die hier den Aufbau gemacht haben, die Truppe um den Uwe Galm. Der hat einen super Job gemacht hier, die waren schon lange da, die bleiben noch lange da. Da möchte ich ganz speziellen Applaus haben für die ganze Servicemannschaft. Ich möchte mich einiges vorwegnehmen, Herr Schreier, ich bin dann auch gleich fertig. Und auch die ganzen Demonstrator, nicht nur an den Maschinen, sondern auch an den ganzen Workstations, die hier wirklich 14 Tage lang unermüdlich mit allen Kunden, auch hier an der Maschine. Jeder Drucker hatte ständig mit allen Kunden die tollsten Gespräche, es war wirklich sehr, sehr schön. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Danke an euch alle. Jetzt nur noch eine abschließende Frage, weil das ist mir auch wichtig, man hört es oft, mir ging es so, wie ich hier zum ersten Mal reinkam, man sieht viele Kunden hier durchkommen, denen verschlägt es erstmal den Arm. Wie fandet ihr denn eigentlich diesen Drupa-Auftritt hier?